Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus meinem Dark Souls Let's Play. Ich spiele weiter, ihr müsst wahrscheinlich einen Tag auf die Folge warten. In der letzten Folge haben wir ganz, ganz viel Seelen verloren und hoffen, dass es uns jetzt etwas leichter geht. Natürlich wird das nicht der Fall sein, aber man kann ja noch träumen, nicht wahr? Und jetzt sehe ich, wir sind hier so oft lang gegangen, haben so viele Seelen hier verloren. Für nichts und wieder nichts. Naja, wir können hier runter, aber ich meine, mit der schweren Rüstung, die wir aktuell tragen, ist das eher Selbstmord. Hier können wir nicht durch, also runter und den anderen Weg gehen. Ah, das nervt natürlich jetzt noch ein bisschen mehr. Wir haben viele Seelen verloren und sind dazu noch einen Weg gegangen, der ziemlich, ziemlich unnötig ist. Wie gesagt, ihn haben wir auch schon untersucht, aber so ein Fahrrad... Wahrheitsverstärker haben wir leider noch nicht gefunden. Können wir denn hier irgendwie runter vielleicht? Da hinten ist ja noch ein Gegenstand. Ah, warte mal. Können wir vielleicht von unten durch das Wasser warten und dann auf der anderen Seite rauskommen? Nee, doch nicht. Also irgendwie müssen wir, keine Ahnung, wie auf diese Seite. Ich sehe aktuell keinen Weg dahin. Müssten wir erst oben rumschauen, ob es da vielleicht einen weiteren Weg gibt oder ob wir ganz anders da entlang müssen, um den Gegenstand aufzusammeln. Und stirb, danke. Was halt jetzt schön ist an der schweren Rüstung, wir haben so viel Balance, dass wir einen Treffer von denen überstehen und trotzdem weiterschlagen können. Das ist natürlich nicht schlecht. Ah, du feige Sau, Alter. Ich weiß genau, wenn ich jetzt weiter renne, wird uns sofort der, der da links steht, umbringen. Deswegen machen wir das so. Okay. Ja, das war gut. Das merken wir uns als Möglichkeit. Der kommt nach oben. Ah, hier war doch irgendwo eine Tür, oder? Okay. Tja, so schlecht ist es gar nicht, dass er so eine feige Sau ist. Dann greift er immerhin nicht ein. Bam. Weg bist du. Tot bist du. Tot, tot, tot. Was ist hier unten? Achso, ja, das war der Weg da nach oben ganz normal. Das heißt, wir sollten den Weg auch nicht gehen. Wir sollten immer außen rum gehen. Das scheint die einfachere Variante zu sein. Okay. Hier ist wirklich gar nichts. Nee, das können wir auch nicht kaputt machen. Dann war da oben sicher ein Gegner drin und der ist uns dann in den Rücken gefallen. Das heißt, wir töten ihn und rennen dann ganz schnell dahin, sind sicher vor seinen Fernattacken und dann schauen wir, ob der dann vielleicht runterrennt und dann töten wir ihn. Das klingt doch nach einem Plan. Was bist du für einer? Ach, du bist ein Hund, okay. Einfacher Hund, ohne weitere Gegner, einfacher Kill. Okay, aber wir haben doch irgendwo noch einen gesehen, oder? Kann mich irren, kann mich natürlich jederzeit auch irren. Okay, du machst wieder den, dann kriegst du einen Schlag ab. Ich warte, bis mein Ausdauer wieder voll ist. Du machst nichts, dann kriegst du halt so einen Schlag ab. Warte, bis meine Ausdauer oben ist. Und jetzt bist du tot. Oh mein Gott, mein Schwert geht bald kaputt, verdammt. Dann nehmen wir mal kurz das andere raus. Kämpfen damit weiter. Oh, das ist natürlich jetzt wieder mal voll nervig. Die werden dann viel mehr Schläge brauchen wahrscheinlich. Aua. Aufladen. Nicht abhauen, bitte. Okay. Das war super gelöst. Und jetzt bist du auch tot. Schimmernder Lebensstein. Sehr schön. Die werden wir mal irgendwann sicher gebrauchen können. Dann hier ist... Was? Was?
Hurra für sinnlos und dann gelobt sei die Sonne. Ja, man kann offenbar aus den Satzbauteilen wirklich ein bisschen mehr machen als in Teil 1. Bam. Aufladen, aufladen, aufladen. Willst du nicht mal wieder von oben schlagen? Ja, danke. Das gefällt mir doch sehr. Okay. Oh, fuck. Gut, heilen wir uns mal wieder so. Auf die langwierigere Variante. Weil einen Estus-Flakon, den würde ich gerne aufbewahren. Nehmen wieder das Bastardschwert in die Hand und weiter geht die Reise. So langsam könnten wir aber... Weißt du, vorher haben sie überhaupt nicht gegeizt mit den Leuchtfeuern, aber jetzt wieder ewig. Explosive Wucht, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Wunder, das wir da gerade bekommen haben. Dafür war es, glaube ich, schon den ganzen Ärger wert. Und diese 20.000 verlorenen Seelen. Denn das Wunder explosive Wucht gab es ja auch nicht zu kaufen. Okay, kann ich dich vielleicht hier durchschlagen? Nee, das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ich habe irgendwas noch auf der linken Seite gehört. Ich bin mir sicher, uns greift irgendwas von hinten an und tötet uns. So wie es doch immer der Fall ist. So, jetzt... Ihn werde ich erstmal auf Totalnummer sicher machen. Das heißt wirklich immer einen Schlag, dann wegrennen, einen Schlag, dann wegrennen. Und vielleicht auch einen Schlag, nicht wenn er das Schild gehoben hat, das würde auch Sinn machen. Und ganz schnell weg. Oh, das war jetzt knapp wieder. Und wir müssen unseren letzten Estus nehmen und auf die Lebenssteine wechseln. Oh, 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 mein Gott, Alter. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Okay, ja, du hockst noch da. Okay. Oh Gott, wir sind in einer Sackgasse verflucht. Muss ich versuchen, ihn schnell zu töten. Ein Eisenpfeil, beziehungsweise drei Stück. Also Eisenpfeile, falls wir zum Fernkämpfer irgendwann werden, haben wir ja jetzt schon mal einige. Okay, ja, und hier sollen wir runterspringen. Hoffentlich ist der Gegenstand es wert. Da können wir dann wieder runter, okay. Lebensstein und Heimatknochen. Nein, das war es nicht wert. Du bist runtergefallen. Ja, gut. Aber hier sieht es eigentlich ganz sicher aus. Ah, hier liegt sogar was. Ein Feuerpfeil. Und da sind zwei Stück von denen. Sollte ich mich nicht unbedingt mit denen anlegen. Aber... Ah, nee, komm, 7000 Seelen. Wenn wir nämlich hier jetzt sterben, dann kriegen wir die niemals im Leben wieder. Da würde ich sagen, versuchen wir es mal hier runter. Okay. Ah, okay. Und da ist die Türe hinter denen. Das heißt, es bringt auch gar nichts, die zwei zu töten. Jedenfalls nicht besonders viel. Ah, okay. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Und da ist auch wieder eine Tür. Schauen wir mal ganz kurz rein. Da hocken zwei, aber unsere Waffe ist derart schlecht, dass ich sie ungerne attackieren möchte. Was haben wir hier noch? Eine weitere Tür. Tja, ein Shortcut wäre mal ganz schön, muss ich sagen. Da ist einer. Der im Prinzip möglich sein dürfte. Ah, fuck, weg, 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 weg. Ah, Mist, warum treffen wir ihn nicht? Ist unser Schwert so schlecht? Eins.
Ja, da können wir schlagen. Eins. Ich will, dass er den Doppelschlag nochmal macht. Komm, mach den Doppelschlag. Ja, gut, daneben nicht. Dann stirbst du halt auf diese Weise. Wergenhelm. Sehr schön. Aber unser Ausflug hat jetzt bis auf die paar Seelen und die Rüstungsteile nicht wirklich viel gebracht. Ist das unser ersehnter? Ja, das ist unser ersehnter Shortcut, hoffe ich. Mal schauen, ob die gleich wieder zugeht. Nee, scheint ein echter Shortcut zu sein. Was ist hier ansonsten? Nichts. Okay. Aber ein Shortcut, das ist schon mal echt sehr viel besser. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zurück und leveln uns mit unseren hart verdienten 7000 Seelen ein bisschen auf. Ist dahinter was? Nee, natürlich nicht. Und auch schade, dass die Dinger da direkt geklont nebeneinander stehen. Ich meine, wenn du nur einen Prop hast, dann machst du doch nicht das zweimal hintereinander nebeneinander. Okay, das heißt aber, der Weg, den hätten wir sowieso öfter gehen müssen. Das heißt, wir haben jetzt alles, was da oben lang geht, darüber geskippt und können jetzt gleich dahin. Das ist ja auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Okay, dann... es sieht aber nicht so aus, als würden wir da weitergekommen. Naja, Lamsanger Fortschritt mit vielen, vielen verlorenen Seelen. Aber was soll's. Immerhin Fortschritt. Es könnte ja bei Weitem schlimmer sein, dass wir immer auf der Stelle traben und nie vorankommen. Majula, ich komme. Wir könnten natürlich auch unsere Seelen nutzen. Mal schauen, ob wir auf 22 Willenskraft kommen. Das mache ich jetzt. Das ist es mir wert. Die 2 benutzen. Dann des stolzen Ritters. Das sollte ja auch einiges bringen. 2000 immerhin. Und dann haben wir sogar noch eine große Seele des stolzen Ritters. Die bringt 3000. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Bearer of Celest. Ich möchte aufsteigen. Und zwar in Willenskraft. 20. Waren es 20? Ich glaube, es waren 20. Danke. Dann gehen wir jetzt zurück zur Priesterin. Schauen nochmal ganz genau nach, was wir brauchen. Und danach würde ich sagen, wir haben ja eigentlich in der letzten Folge vorgehabt, den anderen Endboss zu töten. Das wäre ja auch noch auf unserer Agenda. Da bist du. Ich dachte schon, du wärst weg. Just speak that. Ja. Ich möchte gerne dieses Wunderblitz haben. Dafür brauche ich 6022 in Willenskraft. Verflucht. No need for miracles. Weil ich sie noch nicht benutzen kann. Das heißt, wir sind bei 3000 Seelen. Wir töten hier gerade ein paar von den Riesen, holen uns einen weiteren Punkt in Willenskraft und dann versuchen wir den nächsten Endboss. Damit dürften wir dann sowohl das letzte Level in Willenskraft wie auch den Zauberspruch kriegen. Servus. Habt ihr mich vermisst? Ah, fuck. Ich habe vergessen, meine richtige Waffe rauszunehmen. Wow, habt ihr die Drehung von dem gerade gesehen? Danke. Und jetzt mal wieder das richtige Schwert, damit ich auch ordentlich... Nein! Warum ist es jetzt kaputt und vorher nicht? Ah, verflucht. Wie viel brauchen wir für den Levelaufstieg? Noch 100. Okay, dann töten wir eben doch noch einen. Mit unserem anderen Bastardschwert. Aber warum gehen die Waffen so schnell kaputt? Das ist ja super nervig. Okay.
Ja, komm, machen wir ihn gleich fertig. So viel Zeit muss sein, hä? Okay, ein Aufstieg mehr. Dann, ich hoffe, dass die Reparatur der Waffe nicht so viel kostet. Ansonsten habe ich ein echtes Problem. Nämlich ein finanzielles, wenn man Seelen denn als Währung betrachten mag. Komm, renn, mein Berthold, renn. Heides Flammenturm. Dann gehe ich davon aus, dass die Frau Heides heißt. Kann das sein? Oder ist das zu weit hergeholt? Auf jeden Fall, Majula, ich komme zu dir. Dumm, die dummen Feuerpfeile. Mit Feuer getränkte Pfeile. Ihre Spitze sind mit bla bla bla. Hallo. Ja. Ich bin der Einzige, der euch alle retten kann. Einen weiteren Punkt in Willenskraft. Dann brauche ich jetzt insgesamt 10.000. 6.000 für den Spruch und 3.000, beziehungsweise 4.000 für den nächsten Aufstieg. Nein, warte mal, ich habe mehrere Zauber. Ach so, explosive Wucht, genau. Probieren wir es mal aus. Ich meine, Schaden kann es ja nicht. Vielleicht hilft es uns beim Endboss. Ich bin jetzt aber 100% sicher, dass dieser zweite Gegner, dieser Drachengegner, so viel schwerer ist als der erste. Und ich habe vergessen, meine Waffe zu reparieren. Das muss natürlich sein, bevor wir einen Endboss angehen. Tja, die Schnellreisefunktion. Ich bin kein Freund von ihr. Ich find's okay. Aber ehrlich gesagt, ohne wenn die... Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Problem der Designer. Wenn sie das Level nicht gescheit designen können, beziehungsweise die Welt, dann müssen sie halt eine Schnellreisefunktion vergeben. Und mit Casualisierung hat das insoweit wahrscheinlich eher wenig zu tun. Aber erstmal reparieren. 1270 bist du von Sinnen, alter Mann. Don't waste my time. Was sollen wir machen? Sollen wir ein paar Gegner töten, um die Waffe zu reparieren? Das ist natürlich jetzt echt nervig. Aber wir haben natürlich auch das Reparaturpulver. Reisen nach Majula. Das klingt intelligent. Wir haben ja auch das Reparaturpulver. Das könnten wir ja auch benutzen, um die Waffe zu reparieren. Ich denke, das mache ich jetzt auch einfach. Beam me up, Scotty. Beam me up, From Software. Macht mir den Gefallen. Von Alva dem Wanderer getragene Rüstung. Stand da gerade. Dann nehme ich die Waffe in die rechte Hand und benutze hieraus das Reparaturpulver, richtig? Wir nehmen die Waffe in die Hand und benutzen das. Nee, das war es nicht. Na toll. Warum war es das jetzt nicht? Ausrüstungsrobustheit, so ein Mist. Und nicht die Waffe, ist das fies. Ist das fies oder was? Ja, dann bin ich echt überfragt. Also wir dürfen die Waffe nie wieder in den dunkelsten Bereich kriegen. Ansonsten zahlen wir uns nämlich dumm und dämlich. Wir versuchen den Endboss jetzt mal mit der einfachen Waffe. Dann wissen wir zumindest, womit wir es zu tun haben und können abschätzen, ob der Gegner wirklich so schwach ist wie der andere Endboss, den wir hier besiegt haben, oder ob er eine Stufe stärker ist. Bam! Ja, und unsere Rollen sind eher primitiv. Kommst du hier rein? Ja, danke. Dann besiegen wir dich jetzt mal wie den Endboss. Nämlich mit Leichtigkeit. Fuck, gleich eine Zweierattacke. Und nochmal. Mist. Aber unsere Rüstung ist ja jetzt auch nicht so übel. Ey, ich muss unbedingt merken, wenn er den Dreierschlag macht, links auszuweichen und nicht rechts. Und dann, wir suchen ja immer noch ein Opfer für unsere explosive Wucht.
Würde ich sagen, nehmen wir gleich mal den nächstbesten. Da oben sind ja noch einige mehr. Und schauen, ob der Schaden macht oder ob der einfach denen nur ein müdes Lächeln in die Augen reibt. Aha, Mist, aber mit der explosiven Wucht muss ich natürlich jetzt mehr oder weniger diese Waffe benutzen. Ja, komm, dann lassen wir den Helm sein und ziehen dafür den an. Nee, der bringt's nicht. Wir könnten uns natürlich auch die alte Ritterrüstung in die komplette zusammenfarmen. Aber was soll's. So, dann können wir doch noch den Helm tragen. Okay. Mehr oder weniger. Dann schauen wir mal. Explosive Wucht. Was macht er denn? Ah, okay. Es ist der da. Okay. Zum Anlocken reicht er zumindest. Okay, aber beide anlocken wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Wo können wir lang? Da. Hoffe ich, dass einer von denen nach Hause geht, wenn wir weit genug weg sind. Hui, da wären wir jetzt fast rücklings in den Abgrund getakelt. Oder sollen wir an ihnen vorbei? Ich möchte ungern zwei von ihnen töten, beziehungsweise bekämpfen. Ach, rennen wir einfach. Und rennen. Das heißt, zum Anlocken ist der auch nicht so ideal, wenn der gleich uns alle Probleme macht. Komm her, bitte. Ja, danke. 2, 3 und Schlag. Aua. Okay, wenn wir die schwere Rüstung tragen, ist... okay, das wäre jetzt ganz blöde, da weiterzugehen. Oh, sie kommen schon auf uns zu, verflucht. Ich sehe mich sterben. Ich sehe mich kurz vor meinem Tode. Schnell heilen, wenn es möglich wäre. Danke. Oh Gott, und alle kommen so hinter uns her, verflucht. Ja komm, wir gehen einfach zum Endboss. Die 800 Seelen, um die ist es jetzt nicht so schlimm. Und vielleicht haben wir ja super viel Glück und können den Endboss sogar mit unserer einfachen Waffe töten. Die blaue Kathedrale, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er nicht so einfach zu erledigen ist. Da bist du also. Wir sehen uns wieder. Aua, okay. Nee, der ist echt heftig. Vor allem sehe ich keine Möglichkeit, mich währenddessen irgendwie zu heilen. Ah, jetzt vielleicht. Oh, was macht er da? Wow! Der hat jetzt böse Zauberkräfte. Letztes Mal hatte er Blitze und so. Ah, Mist. Aber er hält nicht so viel aus, beziehungsweise genauso wenig wie der letzte. Wenn ich allerdings jetzt schon alle meine Estus-Flakons benutzt habe und keine normale Heilung anbringen kann, wird das natürlich trotzdem hart. Okay, und jetzt gehst du wieder so. Nee, also bei ihm brauche ich auf jeden Fall eine leichte Rüstung. Bei ihm muss ich ausweichen ohne Ende, habe ich das Gefühl. Ja. Auf jeden Fall mit einfacher, leichter Rüstung versuchen, anders wird das nichts. Allerdings dann kann es möglich sein. Da würde ich sagen, ja, wir brauchen immer noch 1200 Seelen, um unsere Waffe zu reparieren. Ah, ist das nervig. Ist das jetzt nervig? Wir hätten doch nicht unsere Seelen dafür verbrauchen sollen, die extra Level-Ups zu kriegen. Wir hätten erst unsere Waffe reparieren müssen und dann hätten wir die Level-Ups machen können. Aber sowas ist halt immer einfacher gesagt hinterher. Beim nächsten Mal wird mir das ganz sicher nicht mehr passieren. Apropos nächstes Mal, wir sind auch fast wieder durch. Ich werde wahrscheinlich etwas offscreen mir Seelen sammeln, zumindest so viel, dass ich meine Waffe reparieren kann und dann schauen wir mal. Vielleicht auch noch so viel, dass wir auf 22 Willenskraft kommen. Muss ich mal schauen. Aua. Und ich muss sagen... Ah, oh Mist. Ja, ich wollte gerade sagen, hier können wir ja eigentlich ganz gut leveln, aber von wegen.
Mit diesem Schwert ist es halt echt blöde gerade. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier eine Pause. Ich hole mir so viele Seelen, um meine Waffe erneut reparieren zu lassen und um mir den Blitz zu kaufen und um mir den letzten Punkt in Weisheit zu geben. Also ich denke, ich werde so eine Stunde Offscreen-Arbeit betreiben. Ich bedanke mich hier aber auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!